Ihr habt's gesehen. Respekt mein Thema. Respekt vor Tieren. Ein Tier gehört nicht einfach unter einen Weihnachtsbaum, sondern hat das Motto, hier hast du, freu dich, viel Spaß. Ein Tier hat so großes Herz. Ist ein wundervolles Lebewesen. Der treueste Gefährte an deiner Seite. Man kauft ihn, man legt ihn unter den Baum oder setzt ihn unter den Baum, dass man sich freut. Das Ende des Liedes ist leider, sie werden ausgesetzt auf Raststätten, Autobahnen, Waldstücke, gekauft oder wollen wir nicht weg. Es ist nicht einfach so, dass man nicht mehr in Urlaub fahren kann, ohne Planung. Der Hund, der braucht oder überhaupt die Tiere brauchen, Tierfutter, Ausdauer, Freiraum. Man muss raus, Arzttermine muss man besuchen, das kostet natürlich Geld. Und da sollte man sich vorher fragen, ob man überhaupt ein Tier kauft. Wie gesagt, der Bund Tierschützer, Tierheime, die waren auch davor, kauft nicht einfach ein Tier, ohne nachzudenken. Ganz besonderes Thema, die Hundewelpen, die zu tierunrechtlichen, wie sagt man, nicht nach dem Gesetz gezüchtet werden im Ausland, es werden hier verkauft, nicht entwurmt, nicht geimpft, kein Chip drin, die sind krank, die Hunde leiden. Das ist doch ein Lebensweg, was ein Hundewelpe nicht braucht. Oder eine Katze, die kauft man hier, Katze spielt, Katze macht was kaputt, dann setzt man sie aus. Wie gesagt, nehmt euch das zu Herzen, wenn ihr ein Tier braucht, wollt, Spaß an einem Tier habt. Es gibt genug Tierheime. Unten füge ich ein paar Infos und Links ein, auch vom Bund. Wendet euch ehrenamtlich an das Tierheim oder an den Tierschützer. Hör mal, ich möchte helfen. Wie sieht's aus? Dann habt ihr ein Pflegetier, könnt es wieder abgeben. Habt Spaß und lernt erstmal den Umgang mit dem Tier. Wie gesagt, nehmt euch das zu Herzen. Kauft nicht einfach ein Tier, legt es unter den Weihnachtsbaum und schießt es dann raus. Wie gesagt, Tiere haben auch ein Herz und dies sollte man definitiv auch respektieren. Danke.